Ich glaube, ich mach noch. So. Das mache ich noch dazu. Und dann habe ich keine Slabs mehr. So, vielleicht. Ich brauche jetzt normale. Ja, keine Ahnung, was man hier in dem Eck reintun soll. Fragt mich nicht. Vielleicht eine Rüstung oder so. Oder wollte ich hier? Ich glaube, ich wollte. Keine Ahnung, warum ich das eine Oak-Ding mitgenommen habe. Das bringt ungefähr gar nichts. Auch nicht, warum ich den Japanese Maple Log hier habe. Genau, und dann hier hinten noch. Wobei es klüger wäre, es so hinten rauszubauen. Weil hier kommt ja das Bauernhaus raus. Also, nochmal weg. Gut. Ich brauche neue Loks. Dafür brauche ich Redwood. Ich werde nirgendwo Redwood haben. Ich werde es farmen müssen. Ungünstig. Da den einen Japanese Maple Lock. Durch auch nur Quatsch. Okay, ich habe zwar draußen hier in. Aber die wachsen halt nicht nach. Das ist schade, wenn da die Bäume alle weg sind. Deswegen brauche ich jetzt irgendwo anders. Weil ich die abfarmen kann. Ich glaube, da hinten im Pilzbiom waren. Oh. Ich glaube, da hinten im Pilzbiom waren auch ganz viele. Ja, das sind welche. Ich kann den kleinen hier vorne mal wegnehmen. Den lasse ich auch mal stehen. Jetzt sind wir bei Redwoods. Ungünstig jetzt. Das sind alles normale Oaks. Da sind Mana. Da, den können wir mitnehmen. Lass es Holz regnen. Zack. Das ist jetzt natürlich in den Bäumen noch ewig viel. Genau. Hier hinten noch, hier unten noch, oben noch. Hier unten noch. Der ist mir runtergefallen. Die Truthähne klingen so geil. Ich weiß nicht, was dieses Geräusch macht. Aber es ist so geil. So.
So, hier oben noch. Sehe ich noch was? Schreibt bitte, wenn ich was übersehen habe. Da unten liegt noch was. Ach nee, das ist ein Zebra, das ist gar kein Truthahn. Entschuldigung. Ich kenne mich voll aus in der Tierwelt. Jetzt muss ich hier wieder hin. Das sieht man meine Lampen. Okidoki. Ach, ich habe zwei Mana-Bohnen. Zack. Hoppala. Dieses Haus ist viel zu groß. Schau dir das doch mal an. Aber gut, was kommt? Ja gut, das ist das Haupthaus. Da schlafen mehrere Leute drin. So ist es nicht. Also ich hätte mehrere Zimmer gemacht. Ich leg das kurz hier. Ja, da habe ich meine normale Axt. Da kann nichts schief gehen, wenn ich aus Versehen die andere Axt hernehme. Vielleicht lasse ich es einfach so und baue hier. Quatsch. Und baue hier dann die Mauer drauf. Also den Eingang. Was siehst du, wird sogar ganz cool passen. Dann kann ich hier so eine Blume reinstellen. Erinnert mich bitte dran, wenn ich es wieder vergessen sollte. Eine Fackeln haben. Nein! So. Ach scheiße, aber auch noch eine Fackel. So als knapp. Ich habe nur noch eins. Ja, man braucht scheiße viel Greatwood für den ganzen Quatsch hier. Aber es lohnt sich hoffentlich. Ich will natürlich wieder im asiatischen Stil bleiben. Ich weiß nicht, ob man das schon erkennt mit dieser Veranda hier draußen. Aber das war tatsächlich mein Plan. Mal gucken, was das wird. Ich bezweifle es gerade. Aber ich bezweifle immer, dass irgendwas was wird.
Genau, hier geht's dann weiter. Oder auch nicht, weil wir haben kein Holz mehr. Hoppala. Gut. Dann können wir hier das wegmachen. Ich überlege gerade. Habe ich Carpenterblöcke hier? Nein. Vielleicht habe ich noch welche. Ich weiß es nicht. Ja, da habe ich noch welche. Wie viele? 43. Wird nicht reichen, aber egal. Das ist echt ein Riesenhaus. Ich glaube, ich habe das ein bisschen zu groß gemacht. Kann es sein? Ups. Oh, scheiße. Vor allem dieser kleine, süße Stall da hinten, dann kommt BAM! Ah, das glaube ich nur so, weil es jetzt gerade noch so massiv ausschaut. Das sind auch alles Planks, ne? Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich kann es ja mal probieren. So. Was mache ich denn? Ach, Marble geht ja nur das Ganze. Ja, genau! Also damit man sieht, dass das hier, hier eine Stufe ist. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das... ob ich das hier überall machen soll. Wisst ihr, dass das nicht so ein, brauner Kasten ist? Ich weiß es nicht. Das Haus ist echt bestialisch groß. Also die anderen Häuser werden auf alle Fälle kleiner. Aber ich wollte es ja so eng aneinander gebaut haben. So ist es ja nicht. Ich baue es jetzt einfach fertig. Das sind auch alles noch Planks. Achso, ja, natürlich sind es Planks. Ich schaue einfach mal, wie es aussieht. Dann mit den weißen Streifen hier weiter. Na?
So. Hier dann auch noch. Meine Carpenter reichen sogar noch dafür. So, dann haben wir hier nämlich auf der so ein bisschen was Weißes. Genau. Und jetzt weiß ich allerdings auch schon nicht mehr weiter. Also hier geht's einfach tatsächlich rein. Hier. Auch schon die Frage, wie hoch wir das machen. Bei 4 kommt dann der Boden rein. In Form von Planks. Entschuldigung. Fällt mir auf, warum das so ein ewiger Kasten ist, weil wir den Boden nicht im Boden versenkt, also nicht in der Erde versenkt haben. Um da drin einen ebenen Eingang zu haben. Ich glaube, deswegen kommt der mir so kastig vor. Weil wir hier ja eine Stufe hoch sind. Ändere ich das nochmal? Dann würde ich hier einfach so ein Eck so hier so freilassen, beziehungsweise mit Planks auffüllen. Wow. Und richtig viel Planks auffüllen. Slabs, nicht Planks. Dann hier den Boden dann wegmachen, dass wir den Boden im Boden versenken. Und dann haben wir hier unten nämlich noch eine Zweierhöhe. Ich glaube, das ist auch schöner. Es ist da nicht so klobig. Weil es kommt mir unfassbar klobig vor. Natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Arbeit. Aber das macht ja nichts. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir was korrigieren. So, jetzt wieder die Axt. Wir müssen auch noch was essen. Man sieht rechts unten auf der Karte so ein Teil von meinen und von meinen Feldern. Opa.
Hoppala. So, da. Dann das Holz natürlich fleißig einsammeln. Damit es nicht despawnt. Ja, guck mal an, wie hoch das ist doch Quatsch. Das ist eh schon so riesig. Weil da kommt auch hier die oberste Ding wieder runter. So, essen wollte ich. Und noch einen. Genau. Jetzt kann es losgehen. Nochmal das gleiche in grün. Huch. Da ist ein Loch. Warum auch immer da ein Loch ist. Hatte bestimmt seinen Sinn. Wenn es ich gemacht habe, nicht. Ach, da ist die Lava, die ich höre. Lol. Oh Gott, wie ewig viel das ist. Hoppala. Damit dieses Geblubber aufhört. Deswegen mache ich das. Das hört jetzt auch natürlich gar nicht auf. Aber mich stört dieses Geblubber. Kann ich da eigentlich auch mit dem Ding hergehen? Nee. Na gut, ich weiß natürlich nicht, was da drunter ist. Aber kann ich theoretisch. Blubbert's noch? Ja, ich habe hier eins vergessen. So, jetzt kann ich wieder hoch. Und hier zumachen. Und da weitermachen.